Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man die Bogenlänge eines Graphen zu einer Funktion berechnet. Dazu werde ich eine Formel herleiten und anschließend dies an drei Beispielen demonstrieren. Nehmen wir uns den Graphen einer beliebigen Funktion f von x und betrachten daraus einen Abschnitt, der von x gleich a bis x gleich b geht. Und wir wollen die Länge dieses Bogens von diesem Anfangspunkt zu diesem Endpunkt berechnen, so als würden wir hier diese Straße entlangfahren. Dazu unterteile ich diese krumme Linie in mehrere lineare Abschnitte. Das nennt man eine Linearisierung. Jeder lineare Abschnitt hat eine Breite Delta x und eine Höhe Delta y. Wir sehen, dass daraus ein rechtwinkliges Dreieck gebildet wird mit Delta x und Delta y als Katheten. Und damit können wir die Länge der Hypotenuse Delta L berechnen, die näherungsweise die Länge des Bogens zwischen diesen beiden Punkten beschreibt. Mit dem Satz des Pythagoras ergibt sich nämlich, Delta L ist die Wurzel aus Delta x² plus Delta y². Nun teile ich dieses Delta y durch Delta x und multipliziere es wieder. Dadurch habe ich den Wert nicht verändert. Warum? Das werden wir gleich sehen. Ich kann jetzt nämlich hier aus diesen beiden Termen ein Delta x² unter der Wurzel ausklammern und ich ziehe das Delta x gleich aus der Wurzel heraus. Dann bleibt hier Wurzel aus 1 plus Delta y durch Delta x² mal Delta x. Die Gesamtlänge des Bogens ist nun einfach die Summe aus den einzelnen linearen Teilen. Mit diesem Summenzeichen hier addiere ich alle Abschnitte Delta L zu einer Gesamtlänge zusammen. Nun bilde ich hiervon den Grenzwert für Delta x gegen 0. Ich lasse also diese Abschnitte hier immer kürzer werden. Das Delta x geht gegen 0, das Delta y geht gegen 0 und bekomme ich hier ganz viele kurze lineare Abschnitte. Und in diesem Grenzfall Delta x gegen 0 wird aus dieser Differenz Delta x nun ein Differential dx, aus der Differenz Delta y ein Differential dy, hier ebenfalls, und aus dem Summenzeichen wird wie bekannt ein Integral. Erinnert euch an die archimedische Streifenmethode, da haben wir ja hier die Fläche unter einer Kurve in ganz viele Rechtecke der Breite Delta x eingeteilt. Und wenn man dann das Delta x gegen 0 gehen lässt, wird aus der Summe über alle Rechtecke ein solches Integral. Nun erkennen wir noch, dass dy durch dx nichts anderes ist als die Ableitung unserer Funktion f, also kann ich hierfür schreiben f' von x. Und damit haben wir eine allgemeine Formel gefunden, mit der ich, wenn ich eine Funktion f gegeben habe, kann ich die Länge des Bogens zwischen den Punkten x gleich a und x gleich b berechnen. Mit dieser Formel möchte ich nun drei Beispiele in unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad mal vorführen. Im ersten Beispiel möchte ich mal zeigen, wie lang die Bogenlänge einer einfachen Sinuskurve ist. Ich nehme hier die Funktion f von x ist gleich Sinus x und wir wollen mal die Länge dieses Bogens von 0 bis 2 Pi berechnen. Also nehmen wir uns die allgemeine, eben hergeleitete Formel, dass f von x ist die Funktion Sinus x. Dann brauchen wir hiervon die Ableitung, das ist der Cosinus von x. Dann müssen wir das noch quadrieren, Cosinus Quadrat, und hier in die Formel einsetzen. Dann bekommen wir das Integral von 0 bis 2 Pi über Wurzel aus 1 plus Cosinus Quadrat. An dieser Stelle sollte man nicht versuchen, dieses Integral mit einer Stammfunktion zu lösen, denn leider existiert zu diesem Integral gar keine elementare Stammfunktion. Die brauchen wir aber auch gar nicht, denn der Operator bei dieser Aufgabe heißt bestimmen Sie. Das heißt, wir dürfen hier den Taschenrechner nehmen und mit Hilfe dieser Integraltaste einfach die Funktion, die wir integrieren wollen, hier eingeben und mit ist gleich bestätigen und bekommen das fertige Ergebnis für dieses bestimmte Integral von ungefähr 7,64. Also, wenn wir
zum Beispiel einen Draht zu einer solchen Feder biegen wollen, dann bräuchten wir dafür 7,64 cm Draht. Eine interessante Überlegung hierbei finde ich, wie ändert sich denn diese Bogenlänge, wenn wir die Amplitude dieser Sinusfunktion verdoppeln, also wir betrachten nicht Sinus von x, sondern zweimal Sinus von x. Wird dann die Bogenlänge auch verdoppelt? Überlegt mal, was meint ihr? Wir setzen die neue Funktion mal in die Formel ein. Aus der 2 wird dann eine 4 und wir bekommen das Ergebnis 10,54. Das ist nicht das Doppelte. Man sieht also, dass die Bogenlänge nicht linear mit der Amplitude der Sinuskurve anwächst. Das finde ich einigermaßen erstaunlich. Betrachten wir ein zweites Beispiel. Berechnen Sie die Bogenlänge des Graphen f von x ist x mal Wurzel x, sieht so aus, von 0 bis 1. Hier ist der Operator berechnen Sie, das heißt, hier wollen wir wirklich an diesem Integral eine Stammfunktion bilden. Wir nehmen zunächst unsere Funktion f von x und damit wir sie gut ableiten können, schreibe ich Wurzel x als x hoch 1/2. Diesen Trick habt ihr wahrscheinlich schon oft gesehen, wenn man eine Wurzel integrieren oder ableiten möchte, dass man aus der Wurzel einen Exponenten macht. Nun kann ich mit Hilfe der Potenzregeln diese Multiplikation ausführen. Potenzen werden multipliziert, indem ich die Exponenten addiere. Es gibt x hoch 3/2. Diesen Term kann ich ganz bequem ableiten. Es gibt 3/2 mal x hoch 1/2. Exponent wurde um 1 erniedrigt. Nun muss ich diese Ableitung quadrieren. Das gibt dann 9/4 x. 3/2 zum Quadrat 9/4, x hoch 1/2 quadriert gibt ein ganzes x. Sodass das vollständige Integral lautet Integral über die Wurzel aus 1 plus 9/4 x dx. Das sieht recht überschaubar aus, das können wir integrieren. Wir erkennen, dass wir hier eine verkettete Funktion haben. Wir haben unter der Wurzel eine Teilfunktion 1 plus 9/4 x. Das ist die innere Funktion und die äußere Funktion ist die Wurzel. In solchen Fällen empfiehlt es sich, mit der linearen Substitution zu integrieren. Wir bilden also eine Substitution. Die innere Funktion 1 plus 9/4 x nennen wir z. Und da wir auch das dx durch eine Variable von z substituieren müssen, bilden wir von diesem Ausdruck die Ableitung. Dz nach dx abgeleitet, bleibt einfach die 9/4 hier übrig. Ich stelle diese Gleichung nach dx um, habe ich 4/9 dz. Jetzt weiß ich, dass ich dieses dx hier durch 4/9 dz substituieren kann. Also erhalte ich, die Länge ist 4/9 mal Integral von 1 bis 13/4 Wurzel z dz. Diese Substitutionsschritte zeige ich nochmal langsam im Einzelnen. Wir haben also 1 plus 9/4 x mit Hilfe dieser Gleichung durch z substituiert. Dann haben wir das dx mit Hilfe dieser Gleichung als dz substituiert. Diese 4/9 darf ich als Konstante vor das Integral schreiben. Die untere Grenze 0 wurde eingesetzt in diese Gleichung zu 1 plus 0, also 1. Und die obere Grenze hier eingesetzt ergibt 13/4 für z. Um diese Wurzelfunktion zu integrieren, machen wir wieder den üblichen Trick, dass wir Wurzel als z hoch 1/2 schreiben. Und damit können wir hier einfach die Stammfunktion finden mit z hoch 3/2 und der Kehrwert davon, also 2/3, wird davor multipliziert. Das Ganze in den Grenzen von 1 bis 13/4. Jetzt brauchen wir nur noch die Grenzen einzusetzen und erhalten ungefähr 1,44 Längeneinheiten für den Bogen dieser Funktion. Zum Schluss noch ein drittes Beispiel, das auch etwas anders funktioniert. Wir wollen die Bogenlänge des Graphen von Wurzel aus 1 minus x² berechnen. Zunächst fällt uns hier auf, dass gar kein Anfangs- und Endpunkt angegeben ist.
Was heißt das? Sollen wir etwa die Länge des gesamten Graphen ausrechnen? Ja, tatsächlich, denn wenn wir uns mal den Definitionsbereich dieser Funktion hier anschauen, dann entdecken wir, dass wir nur einen begrenzten Definitionsbereich für x haben, nämlich von minus 1 bis 1. Setzt man größere Werte als minus 1 oder 1 hier für x ein, stellen wir fest, dass unter der Wurzel ein negativer Wert entsteht und wir gar keine Funktion dazu zeichnen können. Tatsächlich sieht die Skizze dieser Funktion so aus. Wir sehen, dass der Graph überhaupt nur in dem Bereich von minus 1 bis plus 1 existiert. Und wir stellen auch fest, dass es sich dabei um einen Halbkreis handelt mit dem Radius 1. Diese Erkenntnis, dass es sich um einen Halbkreis handelt, gibt uns die Möglichkeit, die Bogenlänge sehr einfach anzugeben. Wir müssen ja gar nicht mit Hilfe unserer Formel rechnen, sondern beim Operator geben Sie an, muss man ja nur das Endergebnis angeben und vielleicht noch begründen, wie man drauf gekommen ist. Aber die Methode, wie wir die Bogenlänge ausrechnen, ist uns selbst überlassen. Wir können einfach argumentieren, da es sich bei diesem Graphen um einen Halbkreis handelt, ist die Bogenlänge einfach der halbe Kreisumfang, also ein Halb mal 2πr, Radius ist 1 und damit bekommen wir eine Bogenlänge von Pi. Das ist extrem viel einfacher als diese Formel, diese Funktion hier abzuleiten und in unsere Formel einzusetzen. Wenn man es probiert, kommt man auf ziemlich komplizierte Integrale und das Endergebnis ist dann nach langer Rechnung einfach Pi. Okay, das war eine einfache Lösung des Problems. So viel heute dazu. Tschüss.